Das Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing verfolgt das Leitbild Bildung, Verantwortung, Respekt. Sein Motto: zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit. Alle 2 Jahre gibt sich die Schule dazu ein Untermotto. Diesmal, weil uns unsere Zukunft nicht egal ist. Ich finde, damit wird einfach genau der Zeitgeist der letzten Jahre aufgegriffen. Mir persönlich gibt es einfach einen Impuls, um sich mit unserer Zukunft zu beschäftigen und an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Vor 5 Jahren stellte die Schule fest, dass sie beim Thema Nachhaltigkeit noch ein Defizit hatte und entschloss sich, etwas zu unternehmen. Welche Ziele wollen wir uns geben in den nächsten 5 Jahren? Und da war Nachhaltigkeit und gesunde Lebensführung ein ganz großer Aspekt. Und wir haben erkannt, dass das eigentlich ein wichtiges Entwicklungsziel für die Schule ist. Ich finde globales Lernen wichtig für das KHG, weil man dabei lernt, über andere Kulturen lernt und man lernt, über seinen eigenen Tellerrand hinwegzusehen und sich in die Rollen anderer Menschen hineinzuversetzen. Die Schule pflegt seit 2011 eine Partnerschaft mit der Mädchenschule Emmerberg in Tansania. Der Austausch läuft über gegenseitige Briefe und Videos. Hello, my name is Nasma. Hallo, ich bin Nasma und meine Lieblingsfächer sind Chemie, Physik und Mathe. Ich möchte nämlich Bankerin werden. 2019 ist die erste Gruppe nach Tansania gereist und hat dort einen Perspektivwechsel der ganz besonderen Art erlebt. Als ich dort war, auch in Tansania, habe ich Freundschaften geschlossen, die mich letztlich fürs Leben prägen, aber auch irgendwie im Sinne von Perspektivenwechsel, globale Zusammenhänge, Diskussionen, lernt man einfach unglaublich viel, auch von den Mädchen dort. An der Schule in Emmerberg sollen Mädchen besonders gefördert werden. Und sie fordern mit ihren Theaterstücken diese Gleichberechtigung auch ein. In Gräfelfing beschäftigen sich die Jugendlichen dagegen vor allem mit Rassismus und kritischem Weißsein. Eine der wichtigsten Fragen, fand ich, war: Wann hast du gemerkt, dass du weiß bist? Oder wann ist dir das bewusst geworden? Wo ich ganz ehrlich sagen muss, mir ist es noch nie bewusst geworden bis zu diesem Punkt, weil es immer eher darum ging, wer es nicht weiß und nicht wer es weiß. Wie gehen wir mit unseren Privilegien um, dass wir hier geboren sind? Und daraus entsteht ja quasi auch von selbst, dass man überlegt, wie kann man sich gemeinsam ja für eine gerechtere Welt für alle einsetzen. Gemeinsam für eine gerechtere Welt. Dieser Gedanke wird auch im Regelunterricht weitergesponnen. Diese 9. Klasse beschäftigt sich im Englischunterricht mit dem Problem der Billigmode und damit, was man dagegen konkret unternehmen kann. So, what can we do to make it better? We should buy more secondhand. Yes, true. For example, buy secondhand. Ich glaube, dass mit globalem Lernen und der Nachhaltigkeit sich jeder beschäftigen sollte und es irgendwie auch Teil unserer Allgemeinbildung sein sollte, weil es uns alle betrifft. 2 Dinge, die ich gelernt habe, sind einmal das, wie Greta Thunberg so schön sagt, niemand zu klein ist, um einen Unterschied zu machen. Und dass, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können wir die Welt verändern. Bye, see you soon. Meine, deine, unsere Zukunft.